Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Mobile Tycoon. Wir haben 200 Millionen, haben wieder unsere Finanzen beim letzten Mal unter Kontrolle bekommen, haben richtig viel Forschungspunkte und wir machen auch mit unserem Betriebssystem und Co. richtig gutes Geld. Ja, die Fans sind da mit 8 Millionen, sind das auf jeden Fall einige. Ja, und wie gesagt, wir sind richtig zufrieden, aktuell zumindest. Ja, wir machen auch gut Plus, wir bleiben bei diesem 200 Millionen Bereich, auch wenn wir unsere Ausgaben jedes Mal haben. Deswegen würde ich sagen, direkt zum Anfang für euch ein kleiner Cut, denn wir tendieren jetzt definitiv auf unsere Forschungspunkte. Die haben wir nämlich jetzt dick fett, die 2500 Forschungspunkte. Darüber sind wir natürlich extrem erfreut und machen ja aktuell zumindest etwas weniger Plus, aber immer noch im Normalbereich. Bedeutet für uns, wir können jetzt mal richtig gucken, wo unsere Probleme liegen. Was ich auf jeden Fall noch aus dem Stand weiß, ist definitiv diese komische Zeitlupe. Die ist ständig bei uns der Fokuspunkt. Deswegen gehen wir direkt mal richtig hoch rein mit dieser Geschichte. Dann können wir auch gerne mal kurz schauen. Also einfach nur schauen, wir wollen jetzt nicht direkt hier loslegen. Das ist alles bei 100, das ist für mich in Ordnung. Das halt, da war was nicht auf 100. Die Bildschirmhöhe, okay. Wissen wir dann auch, Bildschirmhöhe aktivieren, Bildschirmhelligkeit, auch nochmal Bildschirmhelligkeit und die Bildschirmhöhe machen wir direkt mal, bevor ich es wieder vergesse. Bedeutet jetzt Bildschirmhöhe einmal. Immer zu sehen, ich weiß halt nicht, was immer zu sehen ist. Toll. Das andere habe ich schon wieder vergessen, das kann es doch nicht wahr sein jetzt. Okay, sorry, wir gehen nochmal rein. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ja, bereits. Ja, ich weiß. Wir machen das halt hier, das hier. So. Was war denn jetzt das andere? Wie kann man das denn so schnell wieder vergessen? Die Bildschirmhöhe. Ist es auf 100 dann? Ja, ist es. Die Bildschirmhelligkeit. Natürlich. Die Bildschirmhelligkeit war es. Bildschirmhelligkeit. Immer noch die Bildschirmhelligkeit. Das einzige. Zeitlupe. Schauen wir mal. Ja, reicht aus. Immer noch die Bildschirmhelligkeit. Bildschirmhelligkeit und Kameraauflösung. Gehen wir mal rein. Bildschirmhelligkeit. Die müsste eigentlich hier auch sein. Da. Bildschirmhelligkeit gehen wir mal ein paar Mal direkt drauf. Und auch die Kameraauflösung. Gehen wir mal ein bisschen höher. Zack, Studie, passt. Dann gehen wir mal wieder rein. Hier ins diese schöne Modellname. Genau. So, jetzt. Das ist auf jeden Fall auf 100, haben wir ja schon gesehen. Das nicht, aber dann ist es wieder ziemlich ausgeglichen. Das ist für mich auch in Ordnung. Die Auflösung der Frontkamera benötigen wir, als auch RAM und die Speicherkapazität. Toll, das ist wieder viel zu viel höchstwahrscheinlich. Die Kameraauflösung jetzt nicht mehr, sondern die Auflösung der Frontkamera. Das habe ich mir tatsächlich gemerkt. So, dann. War es aber noch RAM, Speicherfrequenz auch, können wir mal ein bisschen mehr reingehen. Da gehen wir direkt mal in die Studie auch rein. Und dann sollten wir tatsächlich unser Handy doch so langsam zumindest richtig, richtig gut haben. Gehen wir mal hier rein, da haben wir 100, da sind wir jetzt über 100. Ach so, Speicherkapazität, nicht die Frequenz, okay. Wissen wir jetzt, Speicherkapazität und Batteriekapazität, also beide Kapazitäten, Speicher als auch Batterie. Speicherkapazität, gehen wir mal auch auf die Frequenz ein bisschen zumindest. Ladegeschwindigkeit, was nicht. Batteriekapazität eigentlich, die habe ich aber jetzt nicht gesehen. Hier. Okay, gehen wir hier mal ein bisschen noch drauf. Ladegeschwindigkeit auch. Zack, jetzt haben wir nur noch 219. Okay, ich hatte vielleicht gehofft, dass wir für ein größeres Ding nochmal was investieren können, aber offensichtlich halt leider nicht. So, das sollte jetzt passen. Batteriekapazität haben wir. Hier haben wir auch noch alles auf 100. Hier schauen wir mal. Die Batteriekapazität können wir definitiv sogar noch mehr reingehen. Und das ist auch das Einzige noch, wo ich sage, okay, da müssen wir reingehen. Also, schauen wir mal. Batteriekapazität, wie oft wir da noch reingehen können, nicht oft. Das heißt, wir warten jetzt noch mal ganz kurz auf weitere Forschungspunkte, zumindest bis wir einmal noch verbessern könnten. So, das sollte jetzt möglich sein. So ist es auch. Zack. Und dann gehen wir direkt mal rein ins neue Handy. Ins 13er Flip-Handy. Zack. Mit den höchsten Ausgaben hier. 5,9 ist halt unseres. Das ist halt nicht so krass. Wir könnten. Ja, nee. Wir gehen mal wieder auf Google um. Zack. Das sollte passen. So. 100.
sind wir hier wieder. Ah, wir holen richtig auf wieder bei den Handys, das gefällt mir. Dann machen wir hoffentlich auch wieder dickes, fettes Plus. Bildschirmrückseite. Ja, Moment, das müssen wir ein bisschen anpassen. Ein bisschen höher muss es auf jeden Fall. Das sollte alles passen. Das geht auch richtig hoch. Das ebenfalls. Das sind doch nice Upgrades hier. Das bedeutet auch, dass wir ziemlich gut wieder am Start sind. Auf dem Markt, würde ich sagen, mit einer der besten Handys. So, dann haben wir unsere neue Frontkamera raus, die wir schon beim letzten Mal erforscht hatten. Hier, das können wir immer noch nicht machen. Okay, schauen wir mal, das können wir auch noch nicht machen. Okay, dann müssen wir auf 108 gehen. Hier haben wir wieder die 100%. Das ist gut so. Da haben wir auch überall 100, das passt. Hier gehen wir mal ein bisschen höher direkt, zack. Und hier auch. Aber die Batteriekapazität ist immer halt noch nicht so krass dran. Das heißt, da müssen wir weiterhin alles im Blick behalten. Wir gehen mal auf ein blaues Handy ohne Namen hinten drauf und dann verkaufen wir auch direkt mal. Wir müssen tatsächlich ein bisschen runtergehen. Gehen wir mal auf 2000. Ah, okay, dann machen wir 2,6. Zack. So, dann bin ich jetzt gespannt. Forschungspunkte sollen auch richtig reinkommen. Und ich würde sagen, ein kleiner Cut für euch. So, das Handy ist fertig. Wir veröffentlichen natürlich es direkt. Ohne Marketing, denn wir wollen viele Kopien raushauen. 71.000 Kopien sind es einfach perfekt. 10% Leistung stärker als die Konkurrenz. Boah, 9,7 Bewertung, fast eine 10,0. Okay, das ist krass. Das ist tatsächlich richtig krass. Also wird es auch hoffentlich ziemlich schnell ausverkauft sein. So ist es auch. Ja, direkt mal ausverkauft. Okay, 200 Millionen haben wir aber gemacht für uns in Ordnung. Und dann gehen wir tatsächlich direkt weiter mit dem Handy. Die Batteriekapazität war auf jeden Fall ein Punkt. Jetzt hoffentlich nicht mehr, wir sind richtig reingegangen. Ich will aber tatsächlich nochmal kurz warten. Weil erstens wird jetzt nochmal Geld abgezogen. Zweitens auch nochmal ein bisschen auf Forschungspunkte warten. Und wir gehen hier auf eine neue Bluetooth-Version. Dann haben wir noch 84 und das investieren wir vor allem die Ladegeschwindigkeit nochmal. So, dann heißt es auch direkt mal die Pro-Version raus vom 13er. Zack, schön. Oh, Moment, Pro. Jetzt ist der Wurm drin gewesen. Okay, das ist tatsächlich jetzt besser. Das heißt, wir nehmen das sofort. Ja, wir wollen auch die 10,0er Bewertung. Komm. Sollte doch hoffentlich machbar sein. Moment, was war hier? Bildschirmhelligkeit ist runtergegangen. War, glaube ich, sogar mal kurzzeitig auf 100 jetzt. Aber gut zu wissen, Bildschirmhelligkeit, okay. So, hier können wir immer noch nichts machen. Schade einfach. Und hier sind wir wenigstens etwas krasser wieder dabei. Hier auch. 111% bei Bluetooth. Und jetzt hier hoffentlich 100. Jawohl, wenigstens die 101. hier sind wir also auch wieder auf 100. Sehr, sehr stark. Das bleibt bei Blau. Dann machen wir hier nur noch den Namen hinten drauf. Und dann verkaufen wir es auch schon. Für schlappe 2600 wieder? Oder machen wir ein bisschen, ja, nee. Haben wir bei einem preislich fast identisch. Und dann schauen wir einfach mal. Das werden wir jetzt herstellen und dann sehen wir uns gleich. So, das Handy ist fertig. Wir werden es aber noch nicht veröffentlichen, sondern noch ein bisschen warten. So, jetzt aber eine Werbung wieder, damit wir uns Geld sparen und diesmal 92.000 Kopien raushauen können. Nicht schlecht. Warum ist die Bewertung jetzt so viel? Okay, wir müssen tatsächlich viele Updates raushauen. Gut zu wissen. Aber wir haben direkt mal das nächste hinterhergehauen, weil ich finde, das sollten wir auch. Dadurch werden wir jetzt nochmal schöne Einnahmen generieren und hoffentlich dann nochmal ein besseres auf den Markt hauen. Was das hier oben ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich denke mal minus 30% Verkaufsgeschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil wir so viel mittlerweile hier auch schon haben. Also es ist ja wirklich richtig viel. Also ich kann hier noch ein bisschen scrollen sogar. Das ist jetzt auch schon fertig, ich würde sagen. Okay, wir haben 5 Millionen erstens verloren. Ist aber verkraftbar, würde ich zumindest behaupten. Dann holen wir uns das neue Level-Belohnung hier ab. Ich würde sagen, wir warten nicht lange, denn es wird Zeit für ein neues Betriebssystem, beziehungsweise können wir, ja, wir können auch Sachen löschen. Das ist halt ein wichtiger Punkt, mal zu wissen. Will ich tatsächlich das erste wegschmeißen?
Und auch das erste iOS, was sogar kostenlos war, weghauen. Das Android 2 auch, komm, machen wir auch weg. Tab bleibt, das ist das Tablet. Android 2 kämpft hier noch mit iOS 3, das wird aber ebenfalls gelöscht. Der Rest bleibt. Damit haben wir jetzt hier ein bisschen wieder reingeholt. Und jetzt ist auch dieses Minus weg. Also ich denke, das war wirklich ein Punkt damit. Jetzt haben wir schon 1500 Erfahrungspunkte und diese investieren wir tatsächlich wieder in ein neues Betriebssystem. Dadurch werde ich jetzt hier mal ein bisschen vergleichen. Das ist aber für euch, denke ich, zu langweilig. Deswegen schaue ich mal selber, was wir hier alles aktualisieren und sehen uns gleich. So, ich warte jetzt hier auf die letzten 150 Forschungspunkte, die wir definitiv nochmal brauchen. So, und damit gehen wir jetzt hier nochmal rein in die Speichernutzung, nicht, sorry, sondern hier und in die Leistung. Zack. Und dann gehen wir sofort auch rein in das neue Betriebssystem und zwar in das 4er iOS-System. Es wird richtig dick geupgradet hier, überall schön die 100. Hier wird auch nochmal dick geupgradet. Hier jetzt nur noch 93 Grad, was noch bei 100. Ja, schade, aber wir müssen so langsam was bringen. 94% ist für mich in Ordnung, 92 auch. Also, das ist schon gut, was wir jetzt hier auf dem Markt bringen. Hier haben wir überall noch 100, beziehungsweise werden jetzt 100. Das war nämlich echt kostenintensiv von den Forschungspunkten hier alles. Deswegen würde ich trotzdem sagen, es ist ziemlich krass, was wir hier gemacht haben. Hier gehen wir mal auf diesen Hintergrundbild. Ja, und dann gehen wir direkt mal auch weiter. Wir machen mal einen neuen Schriftzug. Diesen werden wir mal so machen einfach. Zack. Und auf die 180 kennen wir doch. Dann gehen wir hier noch hin. 21 ist immer jetzt noch günstig. Wir gehen aber auf 15. Wir wollen mithalten. 2 Millionen investieren wir dafür. Und dann sollte doch hoffentlich relativ schnell alles kommen. Ja, schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt. iOS 4 wird dann kommen. Die battlen sich gerade noch mit Android mit 3er Version. Wir beide jeweils. Damit gehen wir rein. Und die 4er Version kommt online mit natürlich einer kleinen Präsentation. Neues App-Design, es ist gefühlt fast alles neu. Es hat mir gefallen: 7,7, 6,9, 6,2, 7,7. 85% günstiger als die Konkurrenten. Damit haben wir eine Durchschnittsbewertung von 7,1 und sind hier auf Platz 1. Und das ist krass. Für ein Betriebssystem, was jetzt 20 Millionen macht, sogar noch höher, ist das geisteskrank stark. Also, das ist wirklich verdammt stark. Können auch gerne mal gucken, wie es jetzt hier so ist, Maßstäbe technisch. Hier sind wir auf 1 und 2 mit den Handys. Google produzieren auch nicht mehr so viele, müssen wir ehrlicherweise gestehen. Tablets sind wir ganz weit weg, Prozessoren sind wir gar nicht dabei. Und hier sind wir das allererste Mal gleich mit Xiaomi. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg wert, muss man sagen. Und das könnten wir zukünftig auch für unsere Handys gerne verwenden, nicht verwerten, sondern auch verwenden. Genau, so, und dann haben wir auch gleich die 10 Millionen Fans geknackt. Das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Meilenstein. So, jetzt nochmal zum Smartphone. Wir gehen zurück auf die Batterieleistung. Die musste besser werden. So, jetzt gehen wir hier nochmal zweimal sogar drauf. Dann gehen wir sogar auf den Slim-Slot noch drauf. Und auf die Speicherkapazität einmal. Und dann bringen wir auch ein neues Handy raus. Und zwar kein Flip, keine Pro-Version, sondern eine Standard-Version. Und zwar vom Handy. Wir gehen hier auf die teuren 774. Hier hat das ein 73er, 73er Werten 7,3. Wir haben 7,1. Und Windows hat auch zugelegt. Boah, 8,4. Ich würde aber sagen, wir nutzen unseres. Wir sind ja auch nicht mehr so schlecht dabei. Ich weiß gar nicht, ja gut, die einzelnen 10 hier. Deswegen würde ich sagen, wir nutzen unser einzelnes. Okay, hier wieder Smartphone, Breite, Dicke, Höhe, alles mal wieder upgraden. Gut zu wissen. Ja, hier bauen wir natürlich wieder auf. Da ändert sich erstmal nichts bis auf hier. Zeitlupe. Ja gut, die ganzen, ja stimmt, die ganzen Upgrades vom letzten Mal sind gar nicht auf diesem Smartphone drauf. Das heißt, hier ist es auch eine ordentliche Steigerung. Zwar keine komfortable mehr, weil wir ein bisschen zurückhängen, aber das ist einfach immer noch nicht drin. Das ist schon krass, wie weit vorne wir jetzt damit waren, aber egal. So, hier sind wir wieder auf die 100. Dann gehen wir hier mal weiter. Nächstes Slim
Sim. So. Hier gehen wir mal auch weiter. Hier sind wir jetzt auf 100% endlich. Das hat Ewigkeiten gebraucht, wieder da hinzukommen. Hier sind wir wieder ein bisschen runter. Okay. Dann bringen wir mal so ein leichtes beiges Handy raus. Keine Pro-Version, deswegen kein Name. So, und jetzt sind wir hier angekommen. Und hier gehen wir auf die 2699. Damit gehen wir rein. Wollen wieder richtig viel Geld verdienen, indem wir mehr investieren. Und in dieser Zeit sollten wir die 10 Millionen knacken. Also sind wir jetzt bei 10 Millionen Fans, haben hier einen kleinen Meilenstein innerhalb dieser Firma erreicht und brauchen jetzt nur noch in Anführungsstrichen 20 Millionen Fans, um einen Konkurrenten endlich mal zu überholen. Jetzt aber für euch ein kleiner Cut. Und was man sagen kann, wir machen richtig dick Plus mit unserem Betriebssystem. Also das macht wirklich sehr, sehr gutes Plus. Wir gehen nicht rein in die Werbung, das lassen wir mal raus. Wir gehen rein in die Kopien. Diesmal können wir das allererste Mal wieder nicht voll durchziehen, sondern wir machen 110 Kopien. Das sollten erstmal reichen. Mir hat es gefallen. 6,8, 6,7, 6 und 7. Dann sind wir bei einer Durchschnittswertung von 6,6. Ist in Ordnung. Damit gehen wir auch hier schön rein, investieren hier schön und naja, werden hoffentlich auch richtig schön belohnt. Wenn wir das jetzt hier alles machen, hoffe ich natürlich darauf. Wäre auf jeden Fall nice und es sieht auch danach aus. Wir haben gleich die 200 Währung geknackt. So ist es auch. Haben ein bisschen Miete noch mitbezahlt. Das Handy sollte gleich auch sogar ausverkauft sein. Ja, und damit sind wir sehr, sehr gut bedient und jetzt machen so viel Umsatz. 300 Millionen haben wir jetzt. Okay. Ja, wir gehen sogar auf die 400 zu. Aber das haben wir tatsächlich nicht geschafft. Ja, jetzt haben wir so viel Geld, dass ich tatsächlich nicht bei der Fabrik überlege. Nein. Auch nicht beim Geschäft. Nein. Auch nicht beim Betriebssystem, sondern bei den Prozessoren. Aber wir brauchen einfach mal 600 Millionen, um das zu machen. Uff, das ist wirklich sehr viel. Bedeutet jetzt für uns, weiter in die Fabrik reinzugehen, nochmal die Fabrik upgraden, 60 Millionen investieren. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wir warten jetzt trotzdem nochmal hier auf die ganzen Sachen. Wir machen auch einen durchschnittlichen Stand auf jeden Fall. 25.000 neue Fans. Ist eine gewisse Summe auf jeden Fall. Und wir machen halt immer noch Plus. Das ist so geisteskrank mit diesem iOS-System. Klar, jetzt machen wir gleich wieder ein bisschen Minus, aber das sollte es auf jeden Fall aufholen. Bedeutet, wir sind gerade ziemlich gut drauf. Ich würde aber auch sagen, damit es so weiterhin bleibt, brauchen wir ein neues Betriebssystem, was nochmal richtig reingeht. Wir haben ja uns beim letzten Mal darauf fokussiert, dass wir mithalten können. Jetzt sollten wir uns darauf fokussieren, das allererste Mal sogar, dass wir besser sind als die anderen. Bedeutet, wir sollten hier die 100% definitiv überall erreichen. Bedeutet, integrierte Hintergrundbilder zum Beispiel upgraden, als auch die Leistung und Co. Bedeutet, für euch ein kleiner Cut, für mich ein bisschen zeitintensiver, um mal hier zu schauen, was wir hier brauchen, zumindest hier auch. Hier hängen wir wieder ein bisschen hinterher. Bedeutet, ja, wir sehen uns gleich. So, ich habe genügend geforscht. Wir haben jetzt auch 0 Forschungspunkte. Das erste Mal mal wieder. Und werden unser Betriebssystem aktualisieren. Wir sind natürlich bei Android, deswegen werden wir es auch machen. Und das wird ein krasses Update. Oder in vielerlei Hinsicht werden wir jetzt sehen, dunkles Design ist drin. Dann gehen wir hier auf die 100%. Das ist nochmal wichtig, damit wir hier gut mithalten. Hier sind wir jetzt leider etwas niedriger geworden, aber hier dafür besser. Speichernutzung müssen wir auch nochmal dann schauen. Ja, aber wie gesagt, hinterher zu bleiben wird echt schwer, weil das fast bei jedem Tick irgendwelche Neuerungen irgendwo gibt. Da müssen wir echt das hauptsächlich fokussieren. App Store war gerade noch nicht da, jetzt ist es da. Heißt, da hängen wir jetzt auch wieder hinterher. Aber sonst sieht das halt ziemlich gut aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Sonst sind wir überall dabei. Und wenn wir es jetzt auch noch mal wieder günstiger anbieten, denke ich zumindest, dass wir gut dabei sind. Wir werden jetzt tatsächlich trotzdem mal auf die 17 hochgehen. Aber trotzdem ist es halt wieder ein Betriebssystem, was unfassbar stark ist. Ich habe auch überlegt, schon wieder upzugraden das Büro, damit wir halt immer mehr forschen können. Das wäre ziemlich wichtig. Hier gehen wir jetzt auf jeden Fall rein. Keine Präsentation, auch wenn wir genügend Geld hätten. Ein gutes Produkt passt, solide. Okay. Ja, ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt nicht mehr so krass sind, aber okay, ist für mich in Ordnung. Dafür wird Android jetzt vom Markt genommen, wird gelöscht. Und tatsächlich wird direkt mal eins hinterher wieder geworfen. Und zwar diesmal mit dem Tablet. Ja, das muss natürlich auch so langsam mal wieder auf den neuesten Stand kommen. Deswegen hier
schön überall rein, kriegt auch die allerneuesten Änderungen, was wir haben. Sprachassistenten natürlich. Zack, hier, achso, hier, zack, zack, zack und zack rein. Damit es halt wirklich komplett auf den neuesten Stand ist, einmal die Tablets bei uns, damit das auch nochmal schön was regenerieren kann als an einem, so rum. Wir werden es tatsächlich aber wieder nicht so teuer gestalten, weil es sind halt einfach Tablets. Also so ist nichts unfassbar krasses, wenn wir es jetzt so sehen. Deswegen belassen wir es mal, wir gehen überall schön hoch, was wir können. Die Apps gehen links auch schön mit. Und dann sind wir auch schon durch. Das passt dann auch für mich so. Wir wollen verlangen nur 13 Dollar. Ist zwar eine ordentliche Steigerung zum letzten, aber insgesamt dann doch günstiger als vorher. Dann gehen wir jetzt nicht in die Entwicklung. Doch, wir gehen in die Entwicklung bei den Handys. Wir gehen nochmal auf RAM, wir gehen nochmal auf die Speicherfrequenz, als auch auf die Speicherkapazität. Dann warten wir kurz, bis das System draußen ist, bringen das raus und warten auf weitere Forschungspunkte, um natürlich beim Handy ebenfalls noch mitzuhalten. Dann schauen wir gemeinsam mal drauf, was ein neues Büro kosten würde. Das würde uns 150 kosten, im Monat dann 20 Millionen, aber würde die Kapazität direkt mal um 6 steigern. Was krass ist, wir haben 10 Millionen jetzt auch noch verloren, der war super. Ja, genau, ich würde tatsächlich einmal das Handy rausbringen, dann generieren wir natürlich nochmal Einnahmen. Ja, bringt natürlich auch Vorteile, wenn wir das machen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt auch weiter mit Wi-Fi als auch Bluetooth. Wir wollen ein bisschen aktueller werden, beziehungsweise besser werden. Ob wir das sind, weiß ich nicht. Ich habe überhaupt gar nicht geguckt, ehrlicherweise. Das System braucht mir ein bisschen zu lange hier jetzt. Ich würde es echt zeitnah gerne rausholen. Wir haben jetzt auch nochmal das hier gemacht. Okay, 11 Millionen Fans, also die Millionenanzeige ist eigentlich so wie vor einigen Folgen mit den Tausendern Ticks. Jetzt ist es schon so mit den Millionen Ticks. Das ist aber für mich in Ordnung. Kann auch gerne so bleiben. Wir gehen direkt mal rein in das System mit den Tablets. Rein geht's, lieber etwas anderes kaufen. Okay, nicht schlecht, passt. 5,8, ja, okay. Vielleicht ist das nämlich auf den aktuellsten Stand. Aber ich denke mal, dass es ausreicht. Das eine werden wir jetzt löschen. Hier machen wir schön Plus mit den Tablets. System, genau. Nicht mit den Tablets an sich. So, wir warten jetzt mal auf die 500. Vielleicht können wir nämlich in was Großen einfach mal wieder investieren. In was richtig Dicken. Zum Beispiel Lautsprecher. Zack, ist jetzt nämlich auch auf maximal. Dann haben wir da zumindest keine Beschwerden mehr. Damit gehen wir auch rein in die 15 Pro Edition. Für das normale Handy. Hier gehen wir auf die 780, 6 Dollar teurer. 7,3 Bewertung, wir haben 6,1 leider nur. Ja, sind jetzt bei einigen Sachen auch wieder. Ja, wobei, die sind auch hinterher. Oh, Windows. Ich glaube, ich nutze das allererste Mal jetzt Windows. Okay. Wird interessant, das allererste Mal für mein Handy Windows. Die sind mal endlich auf den aktuellsten Stand. Das hat unfassbar lange gedauert. Aber in Ordnung, so langsam sollten wir aber auch endlich mal auf den neuesten Stand sein. Das sollte auf jeden Fall unser Ziel so langsam mal werden. Aber dafür müssten wir wirklich komplett da drauf gehen. Oder halt ein größeres Büro haben. Was ja, wie gesagt, unser Ziel jetzt erstmal sein wird. Das kann alles so lassen. Das ist die Pro-Variante. Zack. Dann 48%. Wir gehen richtig rein. 2900 wollen wir jetzt. Ja, beziehungsweise 3000. Das ist viel. Das ist richtig, richtig viel. Aber hoffentlich auch das Geld wert. Wir gehen jetzt rein für euch ein kleiner Cut und dann sehen wir uns jetzt. So, das Handy ist fertig. Genau jetzt. Und dann gehen wir auch rein. 3000 soll es kosten. Wir werden. Was gibt es eigentlich? Achso, 100 Millionen. Ich glaube, das habe ich schon mal geguckt. Aber wir werden tatsächlich gar keine Präsentation halten. Wir gehen auf All-In. Ja. Wobei, beim letzten Mal, wo wir All-In gegangen sind, ja, habe ich keine guten Erinnerungen gehabt bei so einem hohen Preis. 130. Und das war, glaube ich, gut, weil wir sind bei einer Durchschnittswertung von 6. Ja, 5,8. Okay. Ja, ist in Ordnung. Wieder auf Platz 1. Ich hoffe nicht, dass es viel zu schnell wieder verkauft wird. Werden wir ja gleich sehen. Es hält sich in Grenzen, aber ich sehe auch hier leider nichts. Hier rechts, ob es wirklich gut ist, wie viel wir noch haben. Ja, okay, wir machen hier 100 Millionen, stand da gerade. Sehen wir auch, 400 Millionen haben wir jetzt einfach mal.
ist unfassbar stark. Weil dadurch könnten wir vielleicht richtig viele Kopien machen, weil das ist so schnell weg. Bedeutet, wir gehen nochmal auf dem Handy und nicht auf dem Betriebssystem wieder. Dann müssen wir halt wieder hinterherkommen und machen mal richtig viele Kopien. Also so richtig viele. Genau, dann werden wir hoffentlich auf dem neuesten Stand sein, richtig Geld, viel Geld verdienen, damit wir auch hier schön investieren können in das neue Büro, was heute definitiv das Ziel sein wird. Wir gehen rein in die Forschung, wobei wir noch einen Tick abwarten, bis wir die 1000 haben, zack. Genau, hier war es mit Smartphone-Breite, Smartphone-Höhe, Dicke, alles war drin. Wir machen einfach mal komplett durch, reihum. Jetzt fehlen auch nur noch die Ecken, das ist aber für mich in Ordnung. Genau, dann gehen wir rein in die Studie. Hier wird jetzt ein bisschen der Bildschirm geupgradet. Zack, 416 Millionen. Und wir machen halt nicht gerade irgendwie so viel Minus. Okay. Ja, das ist tatsächlich interessant. Wir gehen auf kleine Konferenz. Komm, 100.000 gestiegen ist in Ordnung. Wir sind ein bisschen jetzt reingegangen. 400 Millionen wäre nice, wenn wir es nochmal bekommen würden. Damit gehen wir jetzt aber trotzdem nochmal rein in die Forschung und schauen uns die Herdanzahl an. Da steigern wir Bildschirmhelligkeit auch, damit wir hier ein bisschen wieder besser dastehen. Und dann würde ich sagen, machen wir das neueste Handy und zwar von der Flip-Version, das 14er mittlerweile schon. 880, das sieht gut aus. Ich bin immer noch geflasht, dass wir jetzt einfach Windows nutzen. War halt vorher nicht einmal der Fall, jetzt nutzen wir es tatsächlich. Genau, das haben wir geschafft. So, das auch. Die 100 Bildschirmhelligkeit hängen wir mal wieder hinterher. Ist ja nichts Neues bei uns. Und ich habe irgendwas gebogener Bildschirm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, hier ein bisschen runter. Okay. Entschuldigung. Hier können wir immer noch nicht. Wow. So, das auf jeden Fall. Dann haben wir hier auch die 100% wieder. Hier können wir endlich upgraden. Lautsprecher, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Überall 100, das ist gut. Dann halten wir offiziell richtig gut wieder mit. Kein blaues Handy. Wir gehen auf den Orangen. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Und es ist keine Pro-Variante. Dadurch das raus. Und dann gehen wir weiter. Ja, was wird der Preis sein? 2000, 3101. Oh. Okay. Ist ein sehr witziger Preis, muss ich sagen. Mal schauen, ob wir auf die 400 Millionen kommen. Ich schätze mal nicht, weil wir nicht mehr so viel Plus machen mit unseren Systemen. Wir machen zwar noch Plus, ja, aber nicht mehr so extremst viel. Mittlerweile sind wir auch in der Zukunft angekommen, im Jahr 2025. So, jetzt machen wir nochmal 20 minus, 20 Millionen, 23 sogar, minus, okay, was ich, glaube ich, gefühlt 10 Jahre nicht mehr nachgeschaut habe, ist das Marketing und wir haben auch null Effizienz hier. Ich sage es halt bloß, damit wir auch das mal wieder fokussieren, keine Präsentation, 180.000 Kopien machen wir ein gutes Produkt, 8, 7,1 und 5,9 sind wir bei 6,8. Es ist hervorragend, wieder Platz 1. Und jetzt komm, haut richtig die Preise raus. Bitte 114, 115, 100. Okay, 174 war der erste Tick. Das war stark. 96, 115 wieder. Oh mein Gott. Okay, wir sind richtig stark dabei. Die 400 haben wir jetzt ganz einfach geknackt. Richtig einfach. Damit würde ich auch sagen, neues Büro ist incoming. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es denn Maximum. Aber es gibt tatsächlich 10 Maximum. Aber die Kapazität von den Mitarbeitern steigert sich halt auch extremst. So, damit schauen wir hier nochmal auf unsere Mitarbeiterposten, die wir holen können. Der sieht nice aus. Machen wir mal. Studie ist immer so ein nices Ding. Der ist auch ziemlich ausgeglichen. Sie, sorry. Hier auch nochmal. Passt perfekt rein. Auch die sieht ziemlich ausgeglichen aus. Ich würde auch sagen, das machen wir mal. Entwicklung. Ja, komm, gehen wir einfach mal in die Entwicklung. Zack. Dann haben wir richtig dick abgegradet und ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Plus machen wir immer noch haufenweise. Also seht ihr ja selber. Sie haben wörtliche Anordnung erhalten. Belohnung 20 Millionen. Zustimmen. Nehmen wir gerne an. Oh ne, müssen wir die zahlen? Müssen wir die annehmen?
Wirklich an, also da stand annehmen. Deswegen bin ich jetzt verwirrt, warum links so ein Balken hochlädt. Aber in Ordnung für uns. Wir wollen damit keinen Stress haben. Wenn die Mitarbeiter weiterhin schön bezahlen. Wir haben 450 Millionen, ich bin auch gespannt. Ja, 30 Millionen werden jetzt pro Monat immer abgezogen. Das ist aktuell ziemlich gut stemmbar. Ja, unser Handy ist natürlich jetzt auch schon verkauft. Ja, gefleißigt, wird gearbeitet. Wird immer noch das gemacht, okay. Ja, gehen wir mal weiter rein, wieder ins Handy. Wir gehen auf die Bildschirmrückseite. Immer zu sehen gehen wir auch rein. Bildschirmhelligkeit auch ein wenig. Bilder- und Wiederholungsrate auch. Wir gehen richtig, richtig hart rein in die Entwicklung. Warten jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen, bis wir Entwicklungspunkte haben. Um wieder natürlich richtig dick einzukaufen hier. 200 Forschungspunkte sollten dafür jetzt erstmal reichen. Smartphone-Ecke gehen wir noch rein und dann ja, gehen wir auch rein in die Herstellung des nächsten Handys. Um die 14 Pro Edition heißt, sorry, wieder Rechtschreibfehler, kennt ihr ja mittlerweile. Gehen wir rein, 880 kostet. Ja gut, hier hängen wir jetzt deutlich hinterher. Mittlerweile ist Android wieder besser, gehen wir rein. Zack. Oh, Smartphone-Ecken haben wir jetzt sogar schon 100. Ah, halt, ich hab's wieder. Die Bildschirmbreite fehlt noch bei uns, damit ich hier die Smartphone-Breite wieder hochstellen kann. So, 200 Hertz sind jetzt hier drin verbaut. Immer zu sehen. Ach so, das ist... Ah, jetzt weiß ich auch, was immer zu sehen ist. Okay. So, hier gehen wir rein. Level 3 sind wir dann besser dran als alle anderen. Das ist für mich zumindest in Ordnung. Ich hoffe für euch auch natürlich. So, hier können wir nichts upgraden. Kamera wäre soweit auch endlich mal bereit abzugraden. Hier können wir immer noch nichts machen. Bisschen bitter hier. Aber sonst in Ordnung. Hier passt es, da passt es. Die Pro Edition, das heißt hier schön rein. Und dann können wir es auch schon verkaufen. Wir verkaufen es tatsächlich etwas billiger als sonst. Oder als die letzten Male, nämlich für 3050. Sind noch 50% gerade auf unserer hohen Kostenseite. 12 Millionen haben wir jetzt mittlerweile auch an Zuschauer. Und ich sehe halt, wir haben behördliche Anordnung erhalten. Belohnung 50 Millionen. Komm, machen wir nochmal. Ja, mal schauen, was das heißt jetzt für uns gleich. Vielleicht ist es auch auf 100, ich bin sehr gespannt. 50 Millionen, okay. Ah, das heißt, es ist alles verzögert ein bisschen, okay. Ja, gut zu wissen für mich, für die Entwicklung, für die Handys. Ah, vielleicht nicht das Beste, wobei es halt dann heißt, okay, richtig auf Forschung gehen. Ja gut, wusste ich jetzt natürlich vorher nicht, deswegen. Und auch fürs Finanzielle ist es mal gut zu wissen, dass man in dieser Hinsicht halt dann schauen muss. Aber bisher bin ich auch unfassbar zufrieden. Also es läuft einfach hervorragend. Jetzt kurz vor Release haben wir auch wieder 900 Forschungspunkte. Es läuft einfach und das nicht gerade wenig. Wir machen rein 192.000 Kopien. Das müssen sie kaufen. 8,1, 6,88. Das dürfte eine ziemlich hohe Durchschnittsbewertung von 7,5 sein. Das ist hervorragend. Und sollte auch ziemlich gut verkauft werden. Schauen wir mal. Hier 91 war jetzt der letzte Tick von diesem Punkt. Mal schauen, ob es jetzt höher wird. Es wird höher. 105 war der letzte. Also wir machen wieder ordentlich. Ihre Mitarbeiter Streik in den Streik getreten, fordern Gehaltserhöhung von 50%. Komm. Wir wollen echt nicht so viel haben. Jetzt haben wir 34, also 2 Millionen mehr. Das ist, glaube ich, aus unserer Sicht mittlerweile definitiv verkraftbar geworden. Ja, alles geht hier hoch. Oh, 126. Wir sind gleich bei den 500 Millionen. Wir machen absolute Rekordeinnahmen ohne Ende. Eine halbe Milliarde haben wir jetzt schon verdient. Das ist krass. Wenn wir uns jetzt auch hier mal vergleichen mit anderen, schauen wir einfach mal auf die Firmen. Ja, holen wir richtig auf Techno. Zwar nicht auf den Firmenwert, aber da holen wir definitiv richtig heftig auf. Bei den Fans auch, ja, wobei die mittlerweile auch 50 haben. Also 50 Millionen. Das ist auch nicht mal so wenig. Und Nachrichten.
Aha, ja gut, interessiert mich eigentlich so gut wie gar nicht. Die Maßstäbe sind halt auch nochmal sehr interessant. iOS, also mit unserem System sind wir mittlerweile auf Platz 9 abgerutscht. Wir haben aber auch gute Forschungspunkte, die würde ich sofort investieren. Nächste Stufe freigeschaltet, Stufe 26 ist wieder hervorragend und ich würde tatsächlich kauft, ja, ich weiß. Ja, dann kommt noch eine weitere. Ich überlege tatsächlich noch eine Stufe höher zu gehen. Und ich glaube, ich mache das auch. Es lohnt sich einfach. Machen wir es. Zack. Haben wir es getan. Mit Pool haben wir es auch noch. Okay, neue Mitarbeiter einstellen. Klar, natürlich ist das Wichtigste aktuell. Wir gehen hier mal ein bisschen mehr auf Studie. Dann schauen wir gerne wieder auf die ausgeglichenen Werte, so wie hier. Oder hier, hervorragend sogar. 62 Entwicklung nehmen wir auch mal mit, damit Entwicklung, ja, auch gut hier. Besser voranschreitet auf jeden Fall. Tut hier einiges. Dann machen wir nochmal Entwicklung und dann sollte das hoffentlich mehr und mehr passen. Und ich hoffe auch, dass wir mehr erreichen. 1900 Erfahrungspunkte haben wir jetzt. So, jetzt müssten wir aber so langsam wieder richtig viel Geld scheffeln, bevor wir da auch wieder viel Minus machen. Wir beginnen mit einem neuen OS, also Betriebssystem. Ich schaue mal wieder, was wir alles verbessern müssen und ob wir dann vielleicht auch was machen können, wo wir dann besser sind. Ich würde aber sagen, das war's jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Haut rein und ciao!